Meine Forschung dreht sich darum, wie man Intelligenz mit Körper schafft, wie man Roboter entwickelt, die feinfühlig, interaktiv und auch intelligent sind. Das bedeutet, sie haben die Möglichkeit zu lernen, sie können aus Erfahrung lernen, sie können mit dem Menschen interagieren und das in einer sicheren Art und Weise. Das ist eine der Kernfragen, die ich mir stelle. In der Grundlagenforschung ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, wie bringen wir die systemorientierten Wissenschaften wie Regelungstechnik, Mechatronik und die datenorientierten Wissenschaften wie das maschinelle Lernen und andere Themen der künstlichen Intelligenz zu einer gesamtheitlichen Disziplin zusammen. Und das ist das, was ich die Maschinenintelligenz nenne. Mich begeistert sehr, dass wir Werkzeuge schaffen, die im Einsatz den Menschen auch helfen können, die den Gedanken der Gleichheit unterstützen, die auch den Demokratisierungsgedanken weiter unterstützen. Das ist gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass die Forschung sich bereits in der Grundlage auch darüber Gedanken macht, was kann am Ende mit dieser Technologie passieren und wir uns da eben auch einsetzen sollten.